Schweinfurt. Die frühere Reichsstadt ist das kulturelle und wirtschaftliche Oberzentrum der Region Main-Rhön, zählt rund 54.000 Einwohner und bietet fast ebenso viele Arbeitsplätze. Die einst reine Industriestadt ist heute auch ein bedeutender Behördenstandort mit Hauptzollamt und Teilen des Statistischen Landesamtes sowie einer Zweigstelle des Landessozialgerichtes. Im Rahmen einer umfassenden Stadtsanierung wurde im Westen die frühere Stadtbefestigungsanlage freigelegt und saniert und bildet heute gemeinsam mit dem angrenzenden malerischen Altstadtteil Zürich ein eindrucksvolles historisches Ensemble mit viel Lebensqualität für seine Bewohner. Das Konferenzzentrum mit Tagungshotel auf der Maininsel, eine Errungenschaft jüngerer Zeiten. Hier finden bedeutende Kongresse statt. Und Gäste des Hotels nutzen gerne auch das kulturelle Angebot Schweinfurts. Allem voran das Museum Georg Schäfer, vom Freistaat Bayern aus Privatisierungserlösen errichtet und Heimat der bedeutendsten Privatsammlung von deutscher Malerei des frühen 19. Jahrhunderts, mit Werken von Caspar David Friedrich, Max Lehvogt und des berühmten Biedermeiermalers Karl Spitzweg. Im Jahr 2009 eröffnet wurde die moderne Kunsthalle der Stadt Schweinfurt. Sie ist beheimatet im umfunktionierten Gebäude des 1933 vom industriellen Ernst Sachs gestifteten einstigen Hallenbades. Dauerpräsentationen der städtischen Sammlungen aus Nachkriegswerken heimischer Künstler werden hier durch spannende Wechselausstellungen ergänzt und auch die Museumspädagogik wird hochgehalten. Mitten im innerstädtischen Château d'Or-Park gelegen, das Theater der Stadt. Ein Gastspielhaus mit einem ambitionierten Programmangebot, das Künstler und Inszenierungen von Weltruf regelmäßig nach Schweinfurt holt. Doch Kultur in Schweinfurt lebt stets auch vom Kontrast und ist beim alljährlichen Kneipenfestival Honky Tonk, das hier übrigens erfunden wurde, ein Mitmach- und Mitfeierangebot für Jung und Alt. Schweinfurt ist auch Kinostadt. Mit der Filmwelt verfügt man über ein modernes Multiplex-Lichtspielhaus, das durch Programmkinos im Stadtgebiet ergänzt wird. Der Stolz der Sportfans ist der FC 05 Schweinfurt. Er spielt im zweitligatauglichen Willi-Sachs-Stadion. Und das ist das Herz Schweinfurts. Industrie von Weltruf, beheimatet in großen Gewerbegebieten. Fresenius Medical Care produziert hier seit Jahren moderne Dialysemaschinen, setzt auf das Know-how der Menschen aus der Region Main-Rhön. In Schweinfurt unter dem Namen Fichtel und Sachs gegründet, ist der Automobilzulieferer ZF Sachs heute einer der ganz Großen im Fahrwerks- und Kupplungsgeschäft. Und seinen früheren Namen als Kugellagerstadt verdankt Schweinfurt neben Ina, einst Kugelfischer, vor allem auch dem Welslagerriesen SKF. Die Hochschule für angewandte Wissenschaften und deren Studenten in überwiegend technischen Disziplinen profitieren von der Nähe zur Großindustrie. Auch das gibt es hier. Weinbau an der Peterstern. Ein echter Schweinfurter Genuss. Als Einkaufszentrum bis weit über die Grenzen der Region Main-Rhön hinaus hat sich Schweinfurt spätestens seit dem Jahr 2008 etabliert, als hier die Stadtgalerie eröffnet wurde. Rund 100 Fachgeschäfte laden zum Bummel durch die Passagen ein und auch zum Bummel durch die Innenstadt mit Handel und Gastronomie, die von der höheren auswärtigen Besucherzahl profitiert. Lebensqualität ist den Schweinfurtern wichtig. Ihre Freizeit verbringen sie beim Sport oder faul auf den Sonnenterrassen des Freizeitbades Silvaner. Die Anlage mit Frei- und Hallenbad grenzt unmittelbar an den Wildpark an. Eine gewachsene Attraktion im nördlichen Stadtwald mit Sprühfeld und Badepool für Kids ebenso wie zahlreichen Tierarten Nordeuropas. Darauf, dass der Eintritt für Bürger und Besucher frei ist, ist man in Schweinfurt stolz. Man muss die Stadt am Main erleben, ihre unübersehbaren Reize entdecken und wird sich verlieben in das neue Schweinfurt, seine Plätze und seine Menschen.